Kann ich mich mit zu viel Vitaminen und Mineralstoffen vergiften? Ist das alles gut, was ich da nehme, oder sollte ich das einfach mal weglassen? Wozu brauche ich die ganzen Dinge überhaupt? Das sind Fragen, die ich dann oft von meinen Patientinnen höre, wenn es um das Thema Vitamine und Mineralstoffe geht. Bringen wir in diesem Video doch mal etwas Licht in das Dunkel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. So manchmal staune ich ja schon so kleine Bauklötzchen, wenn ich dann frage, nehmen Sie irgendwas noch nebenbei? Ja, Moment mal, dann wird die Tasche aufgekramt und dann werden da also wirklich Berge von kleinen Döschen und Töpfchen aufgestapelt. Und ich habe schon Mühe, da mal mir einen Überblick zu verschaffen, was da alles drin ist. Und dann merkt die Patientin, dass ich so ein bisschen komisch gucke und frage, ist das zu viel? Habe ich da jetzt geschadet mit? Oder ja, und ich habe ja auch schon überlegt, soll ich das alles mal weglassen? Ist das besser? Also Vitamine und Mineralstoffe solltest du mit Augenmaß nehmen. Du kannst dich mit Vitaminen und Mineralstoffen mit ein paar kleinen Ausnahmen nicht vergiften oder überdosieren. Aber du solltest auch wissen, was du zu dir nimmst. Das Weglassen von Vitaminen und Mineralstoffen ist in diesen Breiten keine gute Idee. Unser Obst und Gemüse wird so schnell angebaut, dass es kaum noch genügend Vitamine und Nährstoffe hat, um das zu decken. Also wir sind alle unterversorgt. Und deshalb ist es wichtig, dass du, wenn du schwanger werden möchtest, ein vernünftiges Vitamin- und Mineralstoffpräparat nimmst, damit du eben deine Nährstoffreserven auffüllst. Die meisten Vitamine kannst du nicht überdosieren, denn sie sind wasserlöslich. Alles, was du produzierst, ist ein sehr teurer, vitaminreicher Urin. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen und zu denen möchte ich jetzt kommen. Eines der Vitamine, das du eventuell überdosieren kannst, ist Vitamin C. Vitamin C ist auch wasserlöslich. Vitamin C ist ein Antioxidant und du brauchst es für die Immunabwehr. Du kannst es im Blut bestimmen lassen, zwischen 5 und 15 Milligramm pro Liter sollte der Normwert sein. Du kannst auf diese Art und Weise eine Über- oder eine Unterdosierung erkennen. Hast du jetzt eine Nierenfunktionsstörung und nimmst ultrahohe Dosen von Vitamin C, dann bildet sich im Körper vermehrt Oxalsäure. Oxalsäure sorgt dafür, dass sich vermehrt Nierensteine bilden und Nierensteine machen wiederum die Nierenfunktion schlechter. Also wenn du eine Stoffwechselerkrankung hast und schlecht dein Vitamin C ausscheidest, dann kann es bei wirklich hohen Dosen mal dazu kommen, dass du es überdosierst. Das erkennst du dann daran, dass du Verdauungsbeschwerden und Durchfall bekommst. Das heißt, der Körper versucht es auf einem anderen Weg wieder loszuwerden. Aber du musst schon extrem hohe Dosen an Vitamin C nehmen und eine Nierenfunktionsstörung haben, damit du Vitamin C überdosieren kannst. Dann haben wir noch, ganz wichtig auch für eine Schwangerschaft, den Vitamin B-Komplex. Der ist für Zellwachstum und Zellteilung, also auch für Eizellen, Samenzellen und für den Embryo extrem wichtig. Das sind 8 Vitamine und eines davon kennst du bestimmt, das Vitamin B9. Nein? Doch. Vitamin B9 ist Folsäure und das nimmst du wahrscheinlich, wenn du jetzt schwanger werden willst, schon länger. All die Vitamine des Vitamin B-Komplexes sind wasserlöslich und da ist es so, dass du nicht überdosieren kannst. Es gibt da aber Ausnahmen. Pyridoxin. Pyridoxin ist das Vitamin B6. Das kann in hohen Dosen zu Nervenschäden führen. Ein Kribbeln in Armen und Beinen bis hin zu einem Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen können dann die Anzeichen sein. Auch Cobalamin kannst du mal überdosieren. Cobalamin ist das Vitamin B12. Das gibst du hochdosiert bei Vegetarierinnen und Veganerinnen häufiger, weil das meiste Vitamin B12 kommt nun mal im Fleisch vor und das wird dann halt von Vegetariern und Veganerinnen so ein bisschen gemieden. Hast du zu wenig B12, dann kann es mal eine Blutarmut geben, weil B12 ist auch an der Blutbildung beteiligt. Schwindel, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust sind Zeichen einer Vitamin B12-Überdosierung. Du kannst aber auch, und das ist das Gefährliche an den vielen, vielen, vielen kleinen Kombipräparaten, die Folsäure überdosieren. Du solltest 800 Mikrogramm Folsäure zu dir nehmen. Und wenn du hier ein Präparat mit 400, da ein Präparat mit 400, ne? Du weißt, was ich meine. Irgendwann hast du mal 1600 Mikrogramm und das ist dann zu viel. Eine gesteigerte Nervosität, Magen- und Darmstörungen, Schlafprobleme können ein Hinweis auf hohe Dosen sein. Bei den anderen Vitaminen des B-Komplexes besteht da keine Gefahr.
außer dass du einen vitaminreichen Urin produzierst. Ein Vitamin kann allerdings tatsächlich auch nochmal überdosiert werden. Das ist mein so heiß geliebtes Vitamin D. Vitamin D ist fettlöslich und kann im Fettgewebe und im Muskelgewebe gespeichert werden. Du musst schon ultrahohe Dosen von Vitamin D zu dir nehmen, aber es gibt ja diese hochdosierten Vitamin D-Präparate und ich habe tatsächlich meine Patientin getroffen, die hat diese Vitamin D-Präparate über einen längeren Zeitraum wirklich tagtäglich genommen und hat sich damit tatsächlich einen Nierenstein angefuttert. Mit der normalen Ernährung kriegst du das nicht hin, aber hochdosiert ist es dann halt so, wenn du einen hohen Vitamin D-Spiegel hast, der über allen Normwerten liegt, dann wird mehr Kalzium aus der Nahrung resorbiert und das Kalzium aus dem Knochen wird mobilisiert. Dann hast du einen sehr hohen Kalziumgehalt im Blut und das führt zu Nierensteinen. Das muss sehr unangenehm sein, aber da brauchst du wirklich hohe Dosen. Deshalb ist mein Rat immer, lass den Vitamin D-Spiegel bestimmen, wenn du anfangen möchtest mit einem Vitamin D-Präparat. Und wenn du ein Vitamin D-Präparat nimmst mit höherer Dosierung, dann lass ab und zu nochmal nachgucken, wo du gerade stehst. Hast du eine Vitamin D-Überdosierung, dann hast du Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen und Nervosität. Und vor allen Dingen, du scheidest auch vermehrt Urin aus, was zu einem extremen Durstgefühl führen kann. Das Ganze ist dann begleitet von einem Schwächegefühl. Und wie gesagt, wenn du schon starke Schmerzen in der Nierengegend hast oder auch im Verlauf der Harnleiter, dann kannst du mal an Nierenstein denken. In diesem Fall kann man sich mit Vitamin D vergiften. Nein, vergiften kannst du dich nicht, aber du kannst dir tatsächlich einen Nierenstein anfuttern. Deshalb meine Praxistipps zur Einnahme von Vitamin D. Erstens, lass vor der Einnahme einen Spiegel machen. Dann guck, wenn du Kombipräparate nimmst und addier das mal zusammen, auf welche Mengen du kommst. Dann besprich das mal mit deinem Arzt oder lass vielleicht mal ein Kombipräparat weg. Ich bin ein Fan von einem Kombipräparat und dann vielleicht nochmal gezielt das, was fehlt, dazu zu geben. Bei der höheren Dosierung von Vitamin D solltest du nach einem halben Jahr spätestens nochmal nachgucken lassen, wo du stehst, damit du nicht übers Ziel hinausschießt. Und 20 Mikrogramm Vitamin D, das ist die tägliche Erhaltungsdosis, damit kannst du nichts falsch machen. Also du kannst im Prinzip nur Pyridoxin, Cobalamin, Vitamin C und Vitamin D zu viel zu dir nehmen. Vergiften kannst du dich an den Vitaminen nicht, aber das kann schon unangenehme Begleiterscheinungen machen. Deshalb schau ein bisschen bei deinen Kombipräparaten, was brauchst du nicht. Sorge für ein gutes, ausgewogenes Kombipräparat. Folsäure sollte drin sein. Ein Vitamin B-Komplex sollte drin sein und es sollten mindestens 20 Mikrogramm Vitamin D drin sein. Und dann hast du schon eine gute Grundausstattung und wenn du irgendwo noch ein Defizit hast, kannst du das mit Einzelpräparaten dann eben aufforsten. Wenn du sagst, Heidi, das ist super, können wir meine Medikamente mal zusammen durchschauen? Kein Thema, es gibt die Online-Sprechstunde, die verlinken wir dir unten und dann gucken wir gerne mal über deine Medikamente und klären deine anderen Fragen. Das ist nicht umsonst, aber du darfst mich dann eine Stunde mit all deinen Fragen löchern. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gerne. Abonniere die Glocke und du verpasst kein Video mehr. Kennst du jemanden, für den das hier interessant ist, dann teile es gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten drücke ich dir jetzt die Daumen, dass du ganz, ganz schnell schwanger wirst. Alles Liebe!